Hallo zusammen, hier sind wir wieder mit Rewrite TV, jetzt mit Navetalor, der seine erste Saison in der Elite 2 gefahren ist. Hi, nice to have you here. It was your first season in the Elite 2. How did you like it? First of all, thanks for having me. It's been an amazing season. I mean, it's a dream come true to be able to be racing professionally, especially in NASCAR. The season didn't end out as expected. It's my first season in cars coming from karting, so I expected to be competitive, but not at the front, because to be realistic, the first season is just to gain a lot of experience. So the first half of the season was good, but then a bunch of problems, DNF, DNS, four races that I didn't finish, so none of them were my fault, which sucks, but I'm optimistic, looking forward to next season. Hopefully it'll be a good season, and Er ist mit seiner Saison, ja, so zum Teil zufrieden. Am Anfang lief es eigentlich ganz gut. Er kam ja aus dem Kart. Er hat jetzt nicht erwartet, dass er vorne mit dabei ist. Er hat jetzt gedacht, so irgendwo im Mittelfeld. Das Team hat aber sehr, sehr oft auch Pech gehabt. Er ist häufig nicht ins Ziel gekommen. Manchmal war es seine Schuld. Manchmal war es auch irgendein technisches Problem. Aber es hat ihm auf jeden Fall sehr gut gefallen, hier NASCAR zu fahren. Und er hofft, dass er das nächste Saison wieder tun kann. You really had a lot of problems this season. Bad luck with the team. Yeah, very bad luck. It started off in Brands Hatch, then in race one. I didn't start because my engine blew up in qualifying, which that happens in motorsport, but it's just unfortunate. And then afterwards in Most and in Hockenheim and now here in Zolder, I was involved in crashes that weren't my fault and I was just at the wrong place at the wrong time. Yeah. And hopefully it'll just get better and the luck will improve. I'm optimistic, so it should be good. In Brands Hatch hatten sie im Qualifying einen Motorschaden, dadurch konnte er gar nicht erst starten in dem ersten Rennen. Im zweiten Rennen war er dann auch relativ gut nach vorne gekommen, aber seit Most haben sie eigentlich immer Probleme gehabt, dass sie in irgendwelche Crashs verwickelt waren. Häufig auch unschuldig, aber dann war er halt immer zur falschen Zeit am falschen Ort. So are you planning to be together with Solaris maybe next year? I'm hoping to stay racing here in NASCAR. I just need to figure out the budget, and I'd love to stay with Solaris. They're a good team. They're a family team, so they treat me well, and I'm part of the family now. So I just love to continue racing here. Er fühlt sich bei Solaris im Team richtig wohl, und wenn es nach ihm geht, fährt er definitiv nächste Saison wieder bei Solaris. Es kommt natürlich alles aufs Budget drauf an. One question that's what is it with you, is at least that you are interested in NASCAR, because Alan Day was the first one? That's a good question. First of all, Alon, I don't know how he got to the race in NASCAR, but he did. And me as a young aspiring racing driver, I looked up to Alon, and when I saw that there was a chance to enter the recruitment program for the NASCAR Welland Euro Series, I talked with Alon to see the big picture and what he says, what he thinks about the championship, and yes. Because of his success, I really wanted to continue that here. Nice. Er ist schon der zweite Israeli, der in der Wheeling fährt. Es gab auch letztens noch einen Test mit einem dritten. Alan Day hat tatsächlich das Interesse auch ein bisschen nach Israel gebracht. Durch Alan Day hat es dann auch, ja, hat sich da informiert, wie sieht das aus mit der Meisterschaft. Durch ihn ist er auch zu dem Recruitment-Programm gekommen, also da sind auch die israelischen Fahrer sehr miteinander verknüpft. So. Thank you for your time. Thank and you for I having hope me. We will see you again next year. I hope so too. Thank you.